Hallo zusammen, ich sitze hier gemeinsam mit Peter Heimböckel, Markenbotschafter und Wertecoach der Tekes AG. Zudem zählt er zu den besten Finanzplanern, die ich kenne. Er betreut seine Kunden mit sehr viel Empathie, Respekt und vor allem ehrlichen, offenen und direkten Worten. Ich hatte heute mal wieder die Möglichkeit, einen super Workshop zu besuchen. Und da mich Peter jetzt schon seit ein bisschen mehr als ein Jahr kennt, würde ich ihn gerne bitten, kurz zu sagen, wie du mich denn mit einem Wort beschreiben würdest. Das erste Wort, das mir einfällt zu dir, ist leidenschaftlich. Mhm. Leidenschaftlich in all dem, was du tust. Leidenschaftlich in der Herangehensweise, im Umgang mit Menschen und leidenschaftlich in der Tiefe der Kommunikation, als auch in der Tiefe und Herangehensweise deiner Herleitungsprozesse. Vielen Dank. Und warum? Das ist einfach deutlich spürbar. Ja, die meisten Dinge, die wir erleben, versuchen wir erst auch einmal abzugrenzen. Aber hier ist es so, dass man sofort das gute Bauchgefühl hat und dass das in Kombination mit dem fachlichen und korrekten Input und Output, den du produzierst für die Menschen, mit denen du arbeitest, einfach hervorragend anzuschauen ist und sich das eben nicht nur gut anfühlt, sondern dass dann die Leistung im Anschluss dazu auch stimmt. Vielen Dank. Was würdest du denn sagen, was können denn diejenigen von mir erwarten, die künftig mit mir zusammenarbeiten werden? Kunden können von dir erwarten, dass du geradlinig und klar die Tekes-Philosophie und den Umgang mit Menschen praktizierst. Die können von dir erwarten, dass du ein fester und zuverlässiger Ansprechpartnerin für eine lange, lange Zeit bist. Solange dich nichts selbst aus der Bahn wirft, ist da Verlässlichkeit zu erwarten. Vor allen Dingen aber das Verständnis dafür, dass unser Motto von Menschen für Menschen und bei dir dann als Anwältin für die Kunden gegenüber Produktherstellern tatsächlich umgesetzt wird. Also da kann sich jeder Kunde glücklich schätzen und jeder Kunde auch freuen darauf, mit dir zusammenzuarbeiten und mit dir gemeinsam in dieser Community, wie wir es denn so schön sagen, Schulter an Schulter, Schritt für Schritt und Seite an Seite in dieser Community daran zu arbeiten, dass sich auch etwas nachhaltig ändert und dass jeder für sich einen Vorteil hat, aber zeitgleich auch der Gemeinschaft gedient ist. Super. Vielen, vielen Dank auch für die tolle Wertschätzung. Ich freue mich auf den zweiten Teil des heutigen Tages und ja. Sehr, sehr gerne. Immer wieder. Danke. Bis dahin. Bis dahin.